Schön, dass ich hier sein darf, das zweite Mal in Bad Herrenalb. Ehrlich gesagt ist die Anreise schon immer ein bisschen herausfordernd und gleichzeitig auch die Themen. Ich weiß noch, als Jochen mich ganz zu Beginn meiner Legislatur eingeladen hat, war das die erste Veranstaltung, wo ich als neue Präses von einer gestandenen Runde an hauptamtlichen Verantwortungsträgern unserer Kirche gesprochen habe und weiß noch, wie wir hier im Stuhlkreis saßen und das durchaus auch eine Herausforderung, glaube ich, für alle Beteiligten war. Heute wieder eine neue Herausforderung, nämlich halte einen Impuls, der 30 Minuten lang ist. Normal sage ich immer, was in 10 bis 15 Minuten nicht gesagt ist, schafft man es vielleicht auch nicht mehr zu sagen, aber ich habe mich heute dieser Herausforderung angenommen und so ein paar Sachen, die ich sonst, glaube ich, immer nur kurz und knapp formuliere, mit Beispielen zu unterlegen und auch ein bisschen zu vertiefen. Deswegen freut es mich sehr, Herr Präsident Wermke, dass Sie mich eingeladen haben, liebes Präsidium. Herzlichen Dank, hohe Synode, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich heute als Präses der Synode der EKD bei Ihnen hier in der Badischen Landeskirche an Ihrer Tagung der Landessynode sprechen darf, so unter Synodalen sozusagen. Auf- und Umbruch als neue Realität? Fragezeichen. Auf- und Umbruch als neue Realität? Ausrufezeichen. Das nehme ich in unserer Kirche wahr. Das fühle ich gerade aber auch als Mensch. Die Pandemie, die wiederzukommen scheint, der Krieg gegen die Ukraine, die Klimakrise, der Terror der Hamas. Die Krise wird irgendwie zum Dauerzustand. Überforderung. Viele sind auf der Suche nach Orten, wo ihre Unsicherheit Platz findet, wo ihre Trauer, ihre Verzweiflung gestattet ist, wo im besten Fall ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels ist. Man sollte hoffen, dass wir diese Möglichkeiten als Kirche bieten. Die Erwartung zumindest, diese Orte zu bieten, wird stark an uns herangetragen. Doch neben der Erwartung der Bereitstellung einer, ich nenne es mal, kollektiven Krisenbewältigungsstrategie, müssen wir auch mit anderen Problemen in unserem System umgehen. Sinkende Mitgliederzahlen, damit sinkende Kirchensteuereinnahmen, ein sich anbahnender immenser Wegfall im Personal durch Ruhestandseintritte, wenig Nachwuchs, sinkendes Interesse an Kasualien und so weiter. Meine Grundaussage für heute: Wir müssen schnell mit der Bewältigung dieser kircheninternen Sachen vorankommen, um der Erwartung, die an uns herangetragen wird, die Erwartung nach einer kollektiven Krisenbewältigungsstrategie, vielleicht können wir es auch kollektive Seelsorge nennen, gerecht zu werden. Ich meine, die Bibel, die erzählt auch immer wieder davon, dass Menschen losgehen, aufbrechen und Altes zurücklassen. Das sollte uns gerade in unseren kirchenentwicklerischen Fragen doch empowernd sein. Die Bibel ist voll von Geschichten der Veränderung, der Umkehr, des Neuanfangs, von einem Gott, der Mut zur Veränderung macht, der Menschen immer wieder in Neuaufbrüche schickt. Damit verbunden große Unsicherheit, keine hundertprozentige Garantie. Manche denken, Gott verlässt sie auf diesem Wegen. Aber trotzdem, in den ganzen biblischen Geschichten wird am Ende immer wieder eins klar: Gott ist da. Ja, Umbrüche stehen auch bei uns an. Warum wir uns verändern müssen, das muss ich hier, glaube ich, nicht mehr groß ausbreiten. Das dürfte uns allen mittlerweile hinreichend bekannt sein. Das haben alle Landeskirchen aufgegriffen, haben Reform- und Entwicklungsprozesse gestartet, befinden sich in Veränderung. Von einem Erkenntnisproblem können wir also nicht mehr sprechen. Jetzt geht es an die Lösung, an die Umsetzung. Jetzt laufen wir los. Stehenbleiben ist jetzt keine Option mehr. Denn dass Kirche überhaupt ist, liegt ja nicht an uns. Kirche ist in meinem Verständnis auch kein Selbstzweck, sondern die Organisation der Glaubenden. Es geht darum, die Einzelnen in ihrem Glauben und in ihrem Christsein zu stärken. Kirche regt christliches Leben an und unterstützt es. Unsere Strukturen, Abläufe und Ämter haben für den evangelischen Glauben erstmal nichts Heiliges an sich. Sie müssen im Dienst unserer kirchlichen Auftrag stehen und können und dürfen und müssen sich immer wieder verändern. Sie müssen sich an die Lebensrealitäten der Menschen anpassen. Wir Protestanten wissen es seit der Reformation: Ecclesia semper reformanda. Und trotzdem werde ich noch immer häufig eingeladen, zu Zukunft und Kirche zu sprechen. Häufig zur Zukunft der Kirche, zur Zukunft unserer Kirche.
manchmal mit einem heimlichen Fragezeichen im Wissen um Probleme, Defizite und Prognosen. Ich will allerdings nicht mehr von der Zukunft der Kirche sprechen, sondern von der Kirche der Zukunft, weil damit eine Zielorientierung verbunden ist. Es geht nicht darum, die Zukunft dieser Kirche zu bewahren, sondern Kirche der Zukunft zu sein. Wie soll diese Kirche in der Zukunft aussehen? Und ich glaube, wir müssen mutig bekennen, die kann ganz anders sein als die Kirche, die wir jetzt haben. Wie Kirche zukünftig ihren Auftrag erfüllt, wie Strukturen, Abläufe und Ämter aussehen, das können wir gestalten. Da ist in unserer evangelischen Kirche nichts in Stein gemeißelt. Und das gehört auch zu unserem Auftrag als Synodale. Ich spreche hier im Plural, also wieder so unter Synodalen, in kirchenleitender Verantwortung. Das immer wieder wahr und ernst zu nehmen, bei uns ist nichts in Stein gemeißelt. Bei der Frage nach der Zukunftsfähigkeit von Kirche hänge ich dann seit wirklich einiger Zeit immer wieder an dem Bild der Slackline. Einige von Ihnen werden es bei der einen oder anderen Gelegenheit schon gehört haben. Ein Band, also eine Slackline, ein Band, einem LKW-Gurt ähnelnd, straff gespannt zwischen zwei Bäumen, auf denen man entlang balanciert. Die Aufgabe, wenn man das sozusagen als Sport betreibt, ist ganz einfach. Drauf stehen, drüber laufen, springen, Spaß haben mit Freunden. Wenn man es dann ausprobiert, merkt man ganz schnell, man braucht viel Balance, man braucht Konzentration und Koordination. Kirche auf einer Slackline, unterwegs zwischen dem einen Baum, den ich mal als Tradition beschrieben habe, auf dem Weg einer jahrtausendenalten langen Geschichte und dem Baum auf der anderen Seite unserer Verheißung. Und wenn wir da draufstehen, merken wir, es wackelt gerade sehr in und um die Kirche. Und wir machen immer wieder tastende Schritte auf der Suche nach Balance, Konzentration und Koordination. Ich finde, das ist für mich ein wirklich gutes Bild, um auch unsere Auf- und Umbrüche in den verschiedenen Reformprozessen zu beschreiben. Denn beim Schlingern, Wackeln, Tasten, Runterfallen und wieder Aufstehen hilft es manchmal, sich auf einen festen Punkt zu konzentrieren beim Slacklinen. Sowas wie ein Fixpunkt, ich nehme dafür immer den Knoten am Ende der Slackline, eine Zielvorstellung, vielleicht auch nur eine Traumvorstellung, aber sie hilft, meinen Weg zu stabilisieren und manchmal ein paar Schritte voran, aber wenn man künstlerisch ist, auch mal einen zurück und ein paar voranzugehen. Mit einer Zielorientierung alleine ist aber noch nichts gewonnen. Es kommt dann auf die Umsetzung an. Sozusagen die kleinen Schritte auf der Slackline. Dass man dabei ins Schwanken kommen kann, um beim Bild der Slackline zu bleiben, zeigen teilweise die Reformprozesse der Landeskirchen. Besonders die Umsetzung, also die Operationalisierung der Ziele, fordert heraus. Den Grundauftrag der Kirche in breiten Beteiligungsprozessen nochmal zu definieren, in schwungvolle 5 Kernthesen oder 12 Leitsätze zu gießen, das gelingt uns fast allen. Leitbilder sind natürlich auch wichtig, gerade zur Selbstverständigung in Gremien wie in Synoden oder Kirchenleitungsrunden. Aber es reicht nicht, einen Leitbildprozess zu absolvieren und wenn er absolviert ist, ihn säuberlich im Aktenordner abzuheften oder ein paar Leitsätze, auf die man sich einigen konnte, auf die kirchliche Homepage zu stellen. Sondern das Leitbild muss verbunden werden mit der Ressourcensteuerung. Welche Impulse folgen aus dem Leitbild? Aus der Zielvorstellung für die Kirche der Zukunft, für die konkrete Ressourcensteuerung für Immobilien, Finanzen und Personal. Auf Basis einer inhaltlichen Strategie, einer Vision zur Kirche der Zukunft müssen klare, nachvollziehbare Kriterien für Prioritäten und Nachrangigkeiten bei den vorhandenen Ressourcen entwickelt werden. Es braucht konkrete Maßstäbe, die wir an unsere Strukturen anlegen können, um so echte Entscheidungen zu treffen. Die Fragen sind, wo legen wir zukünftig Schwerpunkte, was bleibt, wie es ist und was geben wir auf? Als EKD haben wir einen Perspektivenprozess für die Kirche der Zukunft verbunden mit einer Neuausrichtung unserer Finanzstrategie. Ein Zukunftsteam, kurz Z-Team, das bestand aus VertreterInnen aus allen drei Leitungsorganen, der EKD, also der Synode, dem Rat und der Kirchenkonferenz, sowie drei weiteren jungen Leuten. Ich durfte damals eine der drei jungen Leute sein.
Wir haben 12 Leitsätze entwickelt. 12 Leitsätze als Zielvorstellungen. Unter dem Titel Hinaus ins Weite, Kirche auf guten Grund, wurden die Leitsätze im November 2020 dann von der Synode beschlossen. Ich bin überzeugt, dass in dem Papier vieles steht, was mit Blick auf die aktuellen Diskussionen zur Kirchenentwicklung gut und wünschenswert ist. Aber noch wichtiger ist, diese 12 Leitsätze gingen Hand in Hand mit der Neuorientierung der Finanzstrategie, der Ressourcensteuerung. Das waren 2 Prozesse, die parallel gelaufen sind. Mit Blick darauf, dass auch die EKD 30% ihrer Mittel in den kommenden Jahren einsparen muss, wurde eine mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2030 vorangebracht, in der echte strategische, also inhaltliche Prioritätensetzungen erkennbar werden. Auf Basis der 12 Leitsätze wurde ein Kriterienkatalog entwickelt, der an alle Handlungsfelder angelegt wurde. Darunter waren Kriterien wie die Bedeutung der gemeinschaftlichen Bearbeitung einer Aufgabe durch die EKD, die Bedeutung einer Aufgabe für die Mitgliederbindung und Orientierung oder die Relevanz einer Aufgabe für die öffentliche Präsenz der evangelischen Kirche. Nach dem Prozess blieb und bleibt die Herausforderung immer noch, echte Entscheidungen zu treffen. Denn Ressourcensteuerung heißt, dass wir uns als kirchenleitende Gremien nicht nur für bestimmte Dinge, Themen und Initiativen entscheiden können, sondern gleichzeitig gegen andere entscheiden müssen. Und auch wenn man damit keinen Blumenstrauß gewinnt, es ist notwendig und richtig, dies zu tun. Denn es ist klar, wir werden in Zukunft nicht mehr alles tun und anbieten, uns für alles zuständig fühlen können. Wenn wir ganz ehrlich sind, konnten wir das bis jetzt auch nicht wirklich überzeugend. Wir müssen von unseren Zielen her denken und nicht nur davon, was bewahrt werden muss. Ich bin mir sicher, es kann befreiend wirken, die Grenzen der eigenen Wirksamkeit auch mal zu benennen und gemeinsam Prioritäten zu setzen und Ziele zu definieren, für die wir brennen, kann auch einen Motivationsschub auslösen. Und ich möchte da noch hinzufügen, wir dürfen nicht jede Herausforderung, der wir uns gerade in diesen Prozessen entgegenstellen, dann direkt mit kirchentheoretischen Grundsatzproblemen abfangen. Zu schnell verfallen wir in Grundsatzdebatten, aber hier geht es um echte, hier geht es um konkrete Entscheidungen, die sich nicht auf der Metaebene lösen lassen, sondern nur in der Entscheidung selbst. Manche solcher echten Entscheidungen werden auch unpopulär sein. Wer versucht es mit einer Entscheidung allen recht zu machen, der erreicht in der Regel nur wenig Veränderung. Es ist gut, dass wir als Synodendemokratie leben. Es ist ganz natürlich, sogar nötig, dass es in der Kirche unterschiedliche Positionen gibt. Doch wenn Mehrheiten für Entscheidungen gefunden würden, müssen wir diese auch akzeptieren. Die Rücksicht auf alle und jede Interessenslage sollte nicht dazu führen, dass sich kirchliche Gremien stets mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden geben. Bei solchen echten Entscheidungen müssen wir auch konsequent die Perspektive unserer Mitglieder einnehmen und unsere Entscheidungen daran ausrichten. Wir dürfen gerade jetzt nicht das zementieren, was Hochverbundene begeistert, aber nicht für die breite Kirchenmitgliedschaft und schon gar nicht für die Gesellschaft als Ganze repräsentativ ist. Ja, es ist mühsam, eine zugewandte Haltung gegenüber allen Kirchenmitgliedern einzuüben. Aber Menschen in kirchenleitender Verantwortung, wie wir es sind, sollten sich regelmäßig fragen, habe ich die Wünsche und Bedürfnisse meiner Mitchristen im Blick oder bediene ich nur meine eigenen Vorlieben und Interessen? Hilfreich können dabei empirische Daten sein. An der kommenden Tagung der EKD-Synode Mitte November wird erstmals die 6. Mitgliedschaftsuntersuchung der Öffentlichkeit vorgestellt. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung sagt Ihnen allen was? Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung gibt es mittlerweile seit 70 Jahren. Das ist eine Befragung, die an sich in jedem Jahrzehnt immer unterschiedlich gestaltet ist. Die Besonderheit in diesem Jahr ist das erste Mal eine repräsentative Befragung. Das heißt, es wurde ein Querschnitt der deutschen Bevölkerung befragt. Und wir erfahren daraus, welche Erwartungen unsere Mitglieder an ihre Kirche haben, welche Haltung sie gegenüber der Gesellschaft und der Kirche haben und welche Orte für sie in der religiösen Sozialisation bedeutsam sind. Viele der Befunde werden uns für die Kirchenentwicklung zu denken geben
und sie geben uns die Möglichkeit, die Kirche der Zukunft konsequent an allen unseren Mitgliedern zu orientieren, nicht nur an den Hochverbundenen. Denn anders als in hochintegrierten freien Gemeinden beziehen wir Großkirchen einen hohen Grad unserer Vitalität aus einer Angebotsstruktur. Ähnlich wie ein Unternehmen bei seinen Kunden sind sie herausgefordert, auch bei ihren Mitgliedern immer wieder neu Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken. Die KMU wird uns im November zeigen, das Prinzip One Size Fits All trägt nicht mehr. Zukünftig braucht es mehr zielgruppenspezifische Angebote und Vielfalt in unseren kirchlichen Formen. Als Vertreterin der EKD soll ich natürlich auch über die Rolle der EKD als Dachverband der Gliedkirchen in den Zukunftsprozessen sprechen. Was folgt aus den Auf- und Umbrüchen für das Verhältnis der Landeskirchen untereinander, aber auch im Verhältnis zur EKD? Das Verhältnis zu einigen Landeskirchen hier auch im regionalen Umfeld haben wir ja gerade schon in den Grußworten gehört. Grundsätzlich vertritt die EKD als Dachverband evangelische Kirche nach außen, also gegenüber der Bundesrepublik und der deutschen Öffentlichkeit. Und liefert nach innen hin Service, Verantwortliche vernetzen, Diskurse über Best Practice und gemeinsame Erkenntnisse anschieben, Modellprojekte initiieren. Als Plattform der Landeskirchen und der evangelischen Öffentlichkeit sieht sie es als Aufgabe, modellhafte gemeinsame Lösungen zu entwickeln und Impulse zu geben, die in die Landeskirchen hineinwirken können. Doch sie besitzt keinerlei Eingriffsrechte. Grundsätzliche AkteurInnen der Veränderung wegen ihrer Größe, ihrer Finanzkraft und ihrem Durchgriff auf die verschiedenen Organisationsebenen und Handlungsfelder sind und bleiben die Landeskirchen. Doch das Zusammenwirken von Gliedkirche und EKD gewinnt gerade im Auf- und Umbruch dieser neuen Normalität an Relevanz. Ich werbe um Mut, der EKD etwas zuzutrauen und gleichzeitig um Bereitschaft, dass auch die EKD Ihnen als Landeskirche etwas, einige würden wohl sagen, zumuten, ich sage zutrauen darf. Exemplarisch möchte ich zwei Themen hervorheben: das Bild von Kirche als evangelische Kirche, als Marke und die Verteilung von Aufgaben zwischen den verschiedenen Ebenen und Landeskirchen. Evangelische Kirche ist dort wahrnehmbar, wo Menschen in Kontakt mit ihr treten. Das passiert vor Ort, ob in der Kirchengemeinde, den verschiedenen Arbeitsfeldern und Kontexten oder der Diakonie. Aber das Gute, das dort läuft, muss kommunikativ begleitet werden. Viele unserer Mitglieder erfahren von der Kirche immer weniger. Und wenn, dann sind es oft nur negative Nachrichten. Wir müssen evangelische Kirche als Marke verstehen, zu der wir alle beitragen. Das hochkomplexe System der öffentlich-rechtlichen Volkskirche aus Landeskirchen, Kirchenkreisen oder Dekanaten, Kirchengemeinden, freien Werken und Diensten, nachgeordneten Einrichtungen kennen viele Mitglieder nicht. Noch verstehen sie es. Als evangelische Kirche müssen wir unsere Mitglieder so ansprechen, dass wir an ihre Lebenswirklichkeit anknüpfen. Ich wünsche mir, dass wir die relevanten Themen aufgreifen, Themen, die die Menschen berühren, die ihnen Halt und Orientierung geben, die ihnen Mut zur Veränderung machen, die ihnen Hoffnung schenken. Und das Ganze so, dass wir Aufmerksamkeit erzeugen und die Menschen hingucken. So, dass wir Interesse wecken, dass wir von Gott und Jesus erzählen können und alles möglichst so, dass die Botschaften und Geschichten auch hängen bleiben. Mit direkter Mitgliederkommunikation haben wir als Kirche die Chance, unvermittelt mit unseren Mitgliedern in Kontakt zu treten. Im besten Falle finden so Menschen zu uns und mindestens hilft es dem Bild, das Menschen von unserer Kirche, von der evangelischen Kirche haben, auf die Sprünge. Anfang Oktober war ich in der Pfalz, einer ihrer Nachbarkirchen, und durfte dort den Start der digitalen Mitgliederkommunikation begleiten. Über ein digitales Tool werden dort Mitgliederdaten, Kommunikationskanäle und Vorlagen zusammengebracht. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Unsere Mitglieder mehr in den Blick nehmen. Wir dürfen nicht darauf warten, dass die Mitglieder zu uns kommen, sondern wir geben ihnen Anknüpfungspunkte, die sie brauchen, um von ihrer Kirche angesprochen zu werden. Mit so einem Zukunftsprojekt gehen aber natürlich auch viele Fragen einher. Mit welchen Themen sprechen wir unsere Mitglieder an? Welche digitalen Lösungen werden verwendet? Wie klappt das alles mit dem Wäldewesen? Was ist mit dem Datenschutz? Und wie können bestimmte Daten zusammengeführt werden?
Ich wünsche mir, dass wir bei solchen Modellprojekten mehr voneinander lernen. Ich habe in der Pfalz gesagt, ihr habt jetzt die große Startparty mit dem roten Buzzer, die rote Buzzer-Startparty. Dafür macht ihr jetzt auch die ersten Fehler. Ihr bekommt die ersten Probleme, die die anderen dann nicht mehr machen müssen, weil sie aus euren lernen dürfen. Den Wissenstransfer und Austausch zwischen den Landeskirchen zu organisieren, das ist Aufgabe der EKD. Nehmt die Angebote an und fordert sie ein, da wo ihr sie für notwendig erachtet. Wenn wir als evangelische Kirche nachhaltig und wirkungsvoll kommunizieren wollen, dann braucht es mehr Abstimmung zwischen den Landeskirchen und der EKD, zwischen all denen, die zur Marke evangelische Kirche beitragen. Orientiert an unseren Mitgliedern müssen Grundthemen und thematische Schwerpunkte festgelegt werden, die auf allen Ebenen praktisch hinterlegt sind. Und really, die Argumente bei uns hier im Süden oder bei uns hier im Norden sind die Leute ganz anders. Das, was von oben kommt, das funktioniert bei uns nicht. Ey, das muss überwunden werden. Jeder hat die Freiheit, die Sachen aufzugreifen, passend zu machen, mit Leben zu füllen. Und das ist die Aufgabe der Fläche. Ein gutes Beispiel hierfür war die Taufinitiative in diesem Jahr. Unter dem Motto »Viele Gründe, ein Segen, deine Taufe« wurden in diesem Sommer zahlreiche Taufen in nahezu allen Landeskirchen gefeiert, begleitet durch eine bundesweite Kampagne. Mal am Fluss, mal am Meer, mal am Bach, mal in der Kirche. Und doch als eins wahrnehmbar in aller Verschiedenheit. Es braucht mehr solcher breit wahrnehmbaren Initiativen und mehr Bereitschaft in der Fläche, diese umzusetzen, aufzugreifen und zum eigenen zu machen. Kommunikation ist nur eins von vielen schweren Querschnittsthemen. Ich könnte hier noch unzählige nennen, bei denen wir die Aufgabenzuordnung und Zuarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen kritisch prüfen müssen. Wir müssen es schaffen, die neuen und alten Formen von Kirche zu vernetzen und zu skalieren, also auch reproduzierbar zu machen. Raus aus den Erprobungsräumen und innovativen Projekten, rein in die klassische verfasste Kirche und das am besten nicht in 20 verschiedenen Regelungen. Ich bin mir sicher, für eine vielfältige Angebotsstruktur braucht es bei den klassischen kirchlichen Angeboten mehr Handlungsfreiheit und Subsidiarität vor Ort in den Gemeinden und Arbeitsbereichen. Da braucht es Flexibilität in den Strukturen. Da braucht es Freiheit, die Sachen anzupassen. Kein Denken in Regionen, Bezirken und Gebäuden, sondern in sozialen Beziehungen, in Netzwerken. Netzwerke, die ermöglichen, dass Menschen Gemeinschaft finden und erfahren, die ermöglichen, dass neue Projekte umgesetzt werden und dass der Nächste in den Blick genommen wird. Soziale Räume, die Beheimatung und Zugang zum Evangelium schaffen, soziale Räume, in denen Kasualien stattfinden. Ich finde, eins der positivsten Beispiele aus der Landschaft der Landeskirchen ist dabei eure Änderung des Kasualgesetzes, die genau dieses neue Denken aufgreift. Das gilt aber nicht für unsere gesamte Struktur, dass Dezentralisierung und Flexibilisierung die Lösung ist. Denn auf der anderen Seite, gerade bei den systembezogenen Diensten, also den Stellen, die Unterstützung, Ressourcen und Regelungen für die Menschen bereitstellen, die dann vor Ort in den verschiedenen Kontexten mit den Menschen flexibel und beziehungsorientiert arbeiten. Gerade bei diesen systembezogenen Diensten brauchen wir in Zukunft mehr Zusammenarbeit zwischen den Landeskirchen. Ich denke dabei an Fachstellen, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Organisationsberatung, Bau-, Finanz-, IT-Verwaltung. Gerade da müssen wir orientiert an der unserer inhaltlichen Zielsetzung Doppel- und Parallelstrukturen abbauen. Es braucht mehr Shared Services, also eine Konsolidierung und Zusammenführung von Dienstleistungsprozessen im Zusammenwirken zwischen den Landeskirchen. Muss jede Landeskirche stets alle Aufgaben eigenständig erfüllen? Welche Aufgaben lassen sich zwischen den verschiedenen Landeskirchen aufteilen? Welche Aufgaben können von der EKD übernommen werden? Und es geht dabei nicht um Zentralismus, sondern um eine wechselseitige Stärkung. Gerade jetzt in Zeiten sinkender Einnahmen sind wir verpflichtet, unsere Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen. Das bedeutet viel Abstimmungsaufwand zwischen Landeskirchen und EKD. Diesen Abstimmungsaufwand herzustellen, zu begleiten und zu moderieren, das ist Aufgabe der EKD. Nehmt diese Prozesse an und fordert sie ein, wo ihr eine Notwendigkeit der Abstimmung seht. Ich bin mir sicher, dass es sich lohnt,
solche Synergiepotenziale zu heben. Es braucht dann auch immer eine Koalition derer, die Lust haben, über den landeskirchlichen Tellerrand hinweg zu blicken. Und wir dürfen uns da nicht aufhalten lassen, wo dies nicht geschieht. Die Koalition der Willigen ist hier unser Leitbild, auch in der EKD. Zukünftig sollten viele Aufgaben nur noch einmal gemacht werden und dafür richtig gut. Ja, Auf- und Umbruch, das ist die neue Realität. Das kostet Kraft. Aber die Gemeinschaft der Glaubenden hat Zukunft. Nicht zwangsläufig so, wie es heute ist. Das sage ich im Gottvertrauen, aber genau das tut uns, denke ich, auch in Zeiten des Auf- und Umbruchs nur gut. Wir müssen aufgeschlossen bleiben, was Gott uns zusagt. Was ich Ihnen wünsche, lassen Sie sich nicht von Ihrer Zielorientierung abbringen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Stehen bleiben ist keine Option. Verbinden Sie in der Umsetzung die Ressourcensteuerung mit der Kirchenentwicklung. Entwickeln Sie klare und nachvollziehbare Kriterien für alle Ebenen. Ihr Bild von der Zukunft der Kirche muss prägend sein für die Umgestaltung von Strukturen und Prozessen. Trauen Sie sich, echte Entscheidungen zu treffen, die nicht immer allen gefallen werden. Messen Sie Ihre Entscheidungen an dem, was allen unseren Kirchenmitgliedern dient, nicht nur den Hochverbundenen, nicht nur dem Kernklientel. Zur Innovation gehört auch Exnovation. Zum Anfang des einen gehört auch das Ende des anderen. Haben Sie den Mut, sich und anderen etwas zuzutrauen. Geben Sie denen, die etwas ausprobieren wollen, Raum und Vertrauen. Mit einer Fehlerkultur des Trial and Error, mit kleinen Schritten kommen wir weiter als mit dem 10-Jahres-Plan. Mit dem Klauen von der Nachbarkirche in der Pfalz sind wir schneller als mit dem eigenen Empfinden. Und zuletzt, das sage ich als Vertreterin der EKD, wagen Sie immer wieder den Blick über die eigene Landeskirche hinaus. Wir brauchen eine konsequente Aufgabenkritik unserer kirchlichen Verwaltung. Orientiert an unserem Auftrag müssen wir uns die Frage stellen, auf welcher Ebene ist welche Aufgabe richtig aufgehoben. Nicht jeder muss alles tun. Eben keine 20 Gottesdienstinstitute, kein inkompatibles, komplexes Haushalts-, Rechnungs- und Prüfungswesen, sondern gemeinsame Überlegungen zur Mitgliederkommunikation, zur Wahrnehmung der Marke Evangelische Kirche in der Öffentlichkeit. Vieles von dem, was gerade in 20 Landeskirchen parallel läuft, können wir effizienter gemeinsam gestalten. Lassen Sie uns dieses Synergiepotenzial ausschöpfen. Denn Kirche ist kein Selbstzweck, sondern muss sich an ihrer Funktion messen lassen. Kirche ist kein starrer Ort, sondern ein Begegnungsraum. Sie hat es zur Aufgabe, Räume zu eröffnen, in denen Glaube zum Ausdruck kommen kann, in denen Gemeinschaft stattfindet und die Weitergabe des Evangeliums passiert, in denen Menschen Halt in aller Unsicherheit, Beheimatung in aller Ruhelosigkeit und Hoffnung in aller Aussichtslosigkeit entdecken können. Wie die Kirche der Zukunft aussieht, das können wir hier gestalten. Die Kirche ist nie fertig. Also lassen Sie uns weiter an einer ermöglichenden, vielfältigen und vernetzten Kirche der Zukunft bauen. Dankeschön.